Hallo Freunde der schwedischen Popsensation, aber ja, ich habe mal wieder einen Einkauf bei Rebuy getätigt. Zum ersten Mal seit langer, langer Zeit. Und wenn ihr kein Interesse an ABBA habt, dann ist dieses Video hier komplett nicht für euch. Denn durch das Comeback von ABBA ist auch mein Interesse an der Band wieder ein wenig entflammt, meine ich. Neues Album ist vorbestellt und ich hatte vorher zwar schon ein paar CDs von ABBA, aber nicht sonderlich viele. Das hat sich jetzt geändert. Ich möchte sie mit euch zusammen auspacken und dann schauen wir mal, was ich Schönes gekauft habe. Gesamtwert mit Versandkosten waren 54 Euro, schlag mich tot. Nun ja, ich würde mal sagen, wir fangen an. Es sind auch ein paar CDs dabei, die nicht direkt von ABBA sind, sondern eher so Instrumental-CDs, solche Sachen. Und das erste Album oder die erste CD, die wir auspacken, das ist ABBA Karaoke. Also tatsächlich eine nicht offizielle ABBA-CD. Die großen Hits zum Mitsingen, 14 Playbacks, komplett mit Songtexten. Hier seht ihr noch die Tracklist. Genau, Numero Uno. Dann haben wir das Album Shine von Frida. Mit Tracklist. Ich wollte ja eigentlich auch das Album Something's Going On, aber das hat man mir leider aus dem Magen geschnappt. Dann habe ich eine ABBA-Coverband, Abracadabra. Die macht eher so ein bisschen, ich sag mal, 90er Jahre Dance-Musik oder beziehungsweise Dance-Versionen von bekannten Liedern von ABBA. Deshalb auch der Name Abracadabra. Dann haben wir Agnetha Fältskog, That's Me, The Greatest Hits. Und die Tracklist. Ich habe jetzt leider bloß die einzelnen Preise für die CDs nicht mehr im Kopf. Na, was ist denn los? So, jetzt. Dann endlich mal direkt ein Album von ABBA, Super Trooper. Dann haben wir ABBA Live Digitally Remastered. So, dann haben wir In the Name of the Game. Ja, jetzt seht ihr auch mal die ganzen Kartons im Hintergrund. Ja, wir befinden uns hier nämlich auf dem Dachboden, welcher auch als, ich sag mal, Lagerraum dient. So, dann haben wir eine DVD. The Last Video. Ja. So, und hier habt ihr noch die Tracklist. Na, Gott, könnt ihr es erkennen? Beinhaltet auf jeden Fall The Last Video, Take a Chance on Me Originalvideo, Dancing Queen Originalvideo, Waterloo Originalvideo, Submitted Takes It All Originalvideo, Behind the Scenes Material, The Making of the Film with Director's Comments und Picture Gallery. Dann haben wir Agnetha Fältskog, Wrap Your Arms Around Me. Dann haben wir das Album ABBA Arrival.
Dann haben wir Aber Story. Das ist wohl eine Best of die 20 größten Hits inklusive Waterloo, Mamma Mia, Dancing Queen, The Winner Takes It All, SOS und viel mehr. CD plus 28-seitiges Buch mit umfangreichen ABBA-Biografien und vielen Fotos aus der ABBA, was? Aus dem ABBA-Archiv. Deutscher Text, limitierte Auflage. Dann haben wir noch mal eine ABBA Cover CD. Greatest Hits Go Classic ABBA Classic Dream Orchestra. Dann haben wir das Album Waterloo. Dann haben wir Agnetha Fältskog, My Coloring Book. Dann haben wir noch Agnetha Fältskog, I Stand Alone. Und last but not least haben wir noch ABBA Gold Greatest Hits. Die DVD. Jo, liebe Leute, kurzes, knappes Video mal wieder. Das war es. Ich sage danke fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye.